Guten Abend, mein Name ist Bernhard Streicher, ich bin Psychologe und jetzt geht es um das Thema Risiko. Im Alltag funktioniert unsere Risikowahrnehmung eigentlich relativ gut. Wenn es nicht so wäre, dann wären wir schon längst alle ausgestorben. Aber es gibt Situationen, wo unsere Risikowahrnehmung eben nicht besonders gut funktioniert und das sind die Situationen, die mich interessieren. Ein Beispiel, wenn wir hier in Innsbruck Passanten befragen, woran sterben eigentlich die Leute in Tirol? Ja? Was ist gefährlich? Wovor sollten wir uns fürchten? Und ist zum Beispiel so ein Hai gefährlich? Ja? Oder so eine Kuh? Dann sagen die meisten Leute, Hai, total gefährlich. Hallo, Hai in Tirol? Da muss es schon wirklich saublöd hergehen, dass man durch einen Hai in Tirol stirbt. Was viel gefährlicher ist, sind diese Viecher hier. Ja, die fressen einen zwar nicht, aber die schubsen einen so um und dann trampelt er auf einem rum und... Na, brauchst keine Angst haben. Wir tun die Kuh jetzt mal weg. War da irgendwas in deiner Kindheit, dass du so ängstlich bist? Ah, ich verstehe schon. Zu viel Zeichentrickfilme, Nemo, Dory. Ich muss jetzt leider weiterreden, bleibst aber am besten bei mir, brauchst du nicht fürchten. Also, wie machen wir, also das war jetzt so ein Beispiel dafür, wo Risikowahrnehmung nicht so gut funktioniert. Wie machen wir diese Forschung? Üblicherweise füllen die Leute Fragebögen aus. Und das Problem jetzt mit Fragebögen ist, dass die halt den in einer Situation ausfüllen, wo sie sich nicht riskant verhalten. Aber in der Realität fahren die Leute Auto zu schnell oder trinken zu viel oder klettern irgendwie auf die Berge hier in Innsbruck und fallen runter. Und deswegen gehen wir in unserer Forschung genau in diese Situationen, wo die Leute sich riskant verhalten. Also wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo wir uns in eine Felswand gehängt haben und haben Kletterer befragt, während die klettern. Das war jetzt für einige von diesen Kletterern ein bisschen irritierend, dass da jemand hängt und mit ihnen reden will. Ich habe dann immer erklärt, ja, ich bin Psychologe. Gut, was wir finden bei den Kletterern ist, dass wenn die mehrere Touren klettern, dann nehmen die Sicherungsfehler zu. Also deren Risiko steigt, aber deren Risikowahrnehmung geht nach unten. Ne? Und da gibt es eine Diskrepanz und das ist ein Problem. Okay, wenn Sie jetzt sagen, weil ich wohne zwar in Innsbruck, aber mit den Bergen habe ich nichts am Hut. Ja? Die interessieren mich nur, wenn es blöd im Weg umeinander stehen. Und mein größtes Risiko ist der Rausch auf der Alm. Aber was ich gern mache, ist am Abend in Innsbruck weggehen, so ins Treibhaus. Die haben so Veranstaltungen, Science Slam und so. Und vielleicht lerne ich ja noch jemanden kennen und wir kommen uns hinterher so ein bisschen näher oder so. Wie näher? So mit Anfassen und so Knickknack oder was? Da habe ich auch genau die richtige Studie für Sie, nämlich sexuelles Risikoverhalten. Ja, und das haben wir auch untersucht. Und das Problem ist jetzt, wenn wir Leute, also wenn die sich kennenlernen und wir fragen die, ja, würden sie Kondome hernehmen? Oh, da sind gerade zwei, die fragen mal schnell, die haben sich gerade kennengelernt. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Na, brauchen Sie keine Angst haben, ich bin Psychologe, ich will nur reden. Und der beißt nicht. Also wenn wir die fragen, ja, würden sie Kondome hernehmen, sie gerade kennengelernt haben, dann sagen die, ja. Die sagen immer alle, ja, natürlich würde ich das machen. Und wenn wir die fragen, ja, würden sie vielleicht unmoralisch verhalten, zum Beispiel lügen und behaupten, sie sind Single, obwohl sie in Wirklichkeit schon in der Partnerschaft sind. Na, das würden die nie machen. Nie würden die das machen. Ja, aber das ist vollkommen unrealistisch. So, deswegen gehen wir in unserer Forschung untersuchen wir die Leute in dem Zustand, in dem sie sind, wenn sie sexuelles Risikoverhalten zeigen, nämlich unter Sexual Arousal, also unter sexueller Erregung. Also wenn sie es besser verstehen, wenn die halt geil sind. So, und genau das haben wir gemacht. Also wir haben die Leute in den Zustand sexueller Erregung versetzt. Also das haben nicht wir gemacht, sondern das haben die Leute selber gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Also wären Sie so, bitte so nett, sich gerade mal in den Zustand sexueller Erregung. Entschuldigung, aber wir haben jetzt 6 Minuten Zeit. Und die Leute würden gern wissen, was die Psychologen so an der Uni treiben. Naja, gut. Also unsere Ethikkommission hatte da auch ein bisschen Bedenken. Ja, deswegen mussten wir das anonym machen. Ich weiß, das ist jetzt... Das ist ziemlich fad für Sie jetzt, weil Sie nichts sehen, aber... Ja. Okay, also ich glaube, die sind jetzt erregt genug. Und wenn wir die in so einem erregten Zustand befragen, dann finden wir, dass die Bereitschaft, Kondome herzunehmen, dramatisch sinkt. Und was glauben Sie, sinkt die eher bei den Männern oder bei den Frauen? Fragen wir die beiden mal. Hallo, hallo.
bei beiden, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, sinkt die Bereitschaft. Und wenn wir die jetzt fragen, würden sie sich unmoralisch verhalten, nämlich zum Beispiel versuchen, den anderen zu bestechen, den in ein schickes Restaurant ausführen, um die Chance zu erhöhen, dass sie Sex mit ihnen hat. Was glauben Sie, sagen es eher die Männer oder die Frauen unter sexueller Erregung? Hört mal kurz auf, wir müssen euch was fragen. Die Männer. Ja, und das kennt man ja auch von den Männern. Ja? Die laden die Frau in ein Restaurant ein, dann machen die betrunken, ja, nur damit sie dann hinterher mit ihm in die Kiste geht. Fragen wir mal das direkt. Also würden sie dem anderen betrunken machen, um die Chance auf Sex zu erhöhen? Was glauben Sie, die Männer oder Frauen, wenn die sexuell erregt sind? Die Frauen. Wenn die Frauen sexuell erregt sind, dann sagen die, ja klar, mach ich den Typen betrunken. Ja? Okay, was können wir lernen aus dieser Forschung? Also, diese Forschung ist wichtig für jeden Einzelnen von uns, aber nicht nur, weil sie jeden Einzelnen uns dabei hilft, irgendwie in Risikosituationen zu besseren Entscheidungen zu kommen, aber nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch genauso für Unternehmen, Organisationen. Also die Sexstudie jetzt vielleicht nicht, aber unsere sonstige Forschung, ja, weil die Unternehmen, wenn sie mit Unsicherheit und Risiko konfrontiert sind, eben hilft, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Was können Sie persönlich für Ihr Risiko für den heutigen Abend mitnehmen, also für Ihr persönliches After-Science-Slam-Risiko, wenn Sie eine Frau sind und ein Typ kommt hinterher zu Ihnen und sagt, hey, sollen wir noch was essen gehen? Wenn es die Würstelbude drüben in der Fußgängerzone ist, kein Problem. Wenn es ein schickes Restaurant ist, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie ein Mann sind und eine Frau kommt hinterher auf Sie zu und sagt zu Ihnen, magst du was trinken und bietet Ihnen Alkohol an, seien Sie vorsichtig. Und insgesamt können Sie mitnehmen, keine Angst vor Haien in Tirol. Vielen Dank.